fangen wir also an. Von jedem neuen Fall muss man sich zunächst ein klares Bild machen. Und sich dann dieses Bild intensiv einprägen. Keine Ironie, Krim, es hat sich so bewährt. Konzentrieren wir uns also. Was wissen Sie vom Lasergewehr 2? Das Lasergewehr 2 ist eine Weiterentwicklung des bekannten Lasergewehrs von Goldfinger. Seine Neuerung ist die sensationelle Reichweite von 800 Meter. Das Gewehr beruht auf dem Laser-Lichtstrahlen-Prinzip, das heißt Bündelung von Lichtstrahlen durch einen Rubin und komprimierte Ausstrahlung durch ein Speziallinsensystem. Sein Wirkungsbereich? Noch auf einer Entfernung von 800 Meter wird eine 30 cm starke Stahlplatte glatt durchgebrannt, arbeitet völlig geräuschlos. Das einzige Musterexemplar des Gewehres befindet sich im Safe unseres Entwicklungslabors. Ende. Richtig. Das heißt falsch. Aus diesem Labor ist es gestohlen worden. Und das ist mein Job? Melde mich krank. Das tun Sie nicht. Den Film bitte. Dieser Mann wurde auf den Fall angesetzt. Wer ist das? Das ist der Cormoran, amerikanischer Geheimagent aus der James-Bond-Schule. FBI-Code Nummer 001. Arbeitet streng nach der Bondschen Methode. Für Sie gibt es keinen Ersatz. Sein Spezialgebiet, Rauschgift, Waffen, Mädchen und andere angenehme Dinge, gilt als absolut zuverlässig. Sie sind gut in Form, Krim. Wir nehmen an, dass der Diebstahl nicht politisch, sondern von einer Waffenhandel-Ringorganisation ausgeführt wurde. Der Cormoran vermutet, dass es sich dabei um die Pepita-Bande handelt, die zurzeit vor allem in Amerika ihr Unwesen treibt und deren Anführer in San Francisco sein soll. Aha. Und wer ist dieser Pepita-Jüngling? Pepino González, ein Nightclub-Besitzer aus Mexiko. Er wird vom Cormoran als Zentralfigur verdächtigt. Wenn der Cormoran schon so weit ist, dann hat er das Gewehr in spätestens 2 Tagen. Wer hat also wozu diesen dämlichen Film gedreht? Percy Scott, unser Mann in San Francisco. Und jetzt kommt die Bombe, Krim. Percy behauptet, dass der Cormoran umgefallen ist. Mit diesem Scheck, den Pepino da gerade ausschreibt, sollen die Pepitas das Schweigen des Cormorans erkauft haben. Unsinn, der hat ihm nur die Adresse von dem Mädchen aufgeschrieben. Wäre schön, Krim, aber Percy hat den Cormoran weiter beobachtet und ist ihm zu einer Bank gefolgt, wo der Cormoran angeblich einen Scheck über 1000 Dollar eingelöst haben soll. Das ist zwar etwas wenig für einen Mann wie den Cormoran, aber noch ist ja alles, wie gesagt, nur ein Verdacht. Und wer ist der Cowboy? Der nennt sich zurzeit Dimitri, ein sehr gefährlicher Bursche. Er ist Pepinos Leibwächter und ein perfekter Scharfschütze. Nehmen Sie sich vor ihm in Acht, Krim. Wieso ich? Ist der Mann denn hier? Nein, in Amerika. Und da fahren Sie jetzt hin, klären das Geheimnis um den Cormoran und bringen das Gewehr zurück. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann. Das ist alles. Ach, das ist ja nicht viel. Oh. Machen Sie es gut, 006. Ich halte Ihnen die Daumen. Hä? So, dann machen Sie es gut, Krim. Und nicht vergessen, ich möchte diesmal exakte Tagesberichte haben. Ja? Mann, Boss, muss denn das jedes Mal sein? Wann werden Sie endlich ein Held 006? Wehleidig, sensibel, wie wollen Sie da Karriere machen? Vielleicht mit Ideen, ich weiß auch noch nicht. Sehr unpopulär. Wann geht Ihr Flugzeug? Ich fliege nicht. Ich hab was gegen Flugzeuge. Immer wenn ich aus dem Flugzeug steige, wird auf mich geschossen. Sie können ja rüber schwimmen. Gar keine schlechte Idee. Ciao, Boss. Gute Reise, 006. Au. Der nächste bitte. 007. Wort nicht verstehen. Na also, wer ist da bitte?
Hier ist der Auftragsdienst. Welche Nummer haben Sie gewählt? 666666. Anschluss Percy Scott? Genau. Mr. Scott ist für eine Woche verreist. Er wird Montag wieder zurück sein. Und weiter haben Sie nichts auszurichten? Ihren Namen bitte. Ich heiße John Krim. Krim mit K, wie Kuss. Und Sie? Mr. Scott hat für Sie hinterlassen, Sie möchten sofort nach Las Vegas kommen, und zwar ins Horseshoe Casino. Aha. Thank you very much. Aber Sie wollten mir doch noch sagen, wie Sie heißen, hm? Mary, Janet, Julie? Evelyn, mit E wie Ende. Oh. Bitte anschnallen, John Krim, und nicht mehr flirten. Du bist in Amerika. Kauf dir den Playboy und take it easy. Zentrale, Tagesbericht 2. Wenn ich mich nicht sehr täusche, hat man mich hier erwartet. Darf ich vorstellen? Die Steckbriefgesichter der Pepitas. Von links nach rechts. Warren, Barry, George, Tony, Jack. Und nach Adam Riese und Eddie Konstantin gibt es jetzt eine üble Ballerei. Oder einer von uns wird furchtbar verhauen. See you later, gentlemen. Entgegen allen Erwartungen wird nicht geschossen. Man will mich anscheinend lebend fangen. Vielleicht steckt eine Frau dahinter. Gehen wir zu dir oder gehen wir zu mir, Honey? Das ist mir ganz egal. Nur weg von mir, Honey. Halt doch mal ganz schnell an, Honey. Bye, Honey. Agentenmerkblatt, Paragraph 1. Mache immer das Gegenteil von dem, was man von dir erwartet. 006 an Zentrale. 1000 Kilometer. Geradewegs durch die Wüste. Ende. Der nennt sich zurzeit Dimitri. Ein sehr gefährlicher Bursche. Ach du lieber Cowboy. Den habe ich ja ganz vergessen. Er ist Peppinos Leibwächter und ein perfekter Scharfschütze. Nehmen Sie sich vor ihm in Acht, Krim. 006 an Zentrale. Planmäßige Vorwärtsverteidigung. Thank you.
hier. Soeben im verrückten Las Vegas angekommen. Täuschungsmanöver wieder mal geglückt. Vom Feind fehlt jede Spur. Ich wiederhole, der Feind ist mir auf den Fersen. Sie sind John Krim, nicht wahr? Und Sie haben entweder das Drehbuch gelesen oder das State Department in Washington hat meinen Steckbrief veröffentlicht. Weder noch, aber offen gesagt, ich habe Sie nicht mehr erwartet. Ich dachte, es hätte Sie schon in San Francisco erwischt. Leider hat das nicht geklappt. Aber wenn Sie mir jetzt auch noch verraten, wen ich hier erwarte, setze ich mein Leben auf Rot und meine Seele auf Schwarz. Ihre Seele setzen Sie aber besser auf Zero, da gehört sie nämlich hin. Nach all dem, was man so hört. Und nach all dem, was ich sehe, müssen Sie Miss Amerika sein. Und außerdem wissen Sie schon heute, was erst morgen passiert. Etwas zu trinken, Sir. Oh, ja. Danke. Was kostet hierzulande falsches Parken? Haben Sie das Rad gemietet? Ja, bei Herz. Dann lassen Sie auch Herz die Strafe zahlen. Einverstanden. Also gut, ich setze meine Seele auf Null. Und Sie verraten mir dafür, auf wen ich hier warte. Das wissen Sie doch auch, oder? Percy Scott, er ist aber nicht da. In einer Stunde bin ich frei. Wenn Sie mich dann abholen wollen, reden wir weiter. Fein. Ich heiße Tamara. Und Sie sind Amerikanerin? Ich bin Mexikanerin, made in Europe. Aha. Haben Sie in Mexiko auch das Glücksrad gedreht? Nein, nur Filme. Ich bin Schauspielerin und so kam ich nach Hollywood. Aha, und was spielen Sie gerade? Die Sekretärin von Percy Scott. Gut, ich dachte schon seine Geliebte. Könnt ihr mir denn nicht auch mal an was anderes denken? Das fällt mir im Augenblick sehr schwer. Jetzt verstehe ich auch, warum Percy so selten an Geheimdienst denkt. Ach, wo steckt er eigentlich, unser Mann in San Francisco? Ich habe ihn seit 3 Tagen nicht mehr gesehen. Beunruhigt Sie das gar nicht? Er ist oft wochenlang weg. Und was machen Sie hier in einem Casino in Las Vegas? Percy hat mir diesen Job verschafft. Ich soll hier wohl irgendwas beobachten. Naja, Sie wissen schon. Und wo finde ich den Kormoran? Den Kormoran? Den habe ich seit einer Ewigkeit nicht gesehen. Ich nehme an, er ist in San Francisco. In San Francisco? Percy ist hier. Sie sind hier. Mich hat man hierher geholt. Und der Kormoran geht in San Francisco spazieren. Wollen Sie mich eigentlich auf den Arm nehmen oder was ist los? Da wohne ich. Das ist zwar sehr nett, aber keine Antwort auf meine Frage, Milady. Wollen Sie heute Abend eine Show sehen? Sie haben die Auswahl zwischen Frank Sinatra, Julie Landon, Ella Fitzgerald oder Trini Lopez, was immer Sie wollen. Die ganze Prominenz ist hier. Den Cormoran und Percy will ich. Und zwar im Duett. Und wir beide tanzen dazu Tango. Wieso wohnen Sie in einer Kirche? Das ist keine Kirche. Das ist eine von den vielen Hochzeitskapellen in Las Vegas. Ich wohne gleich dahinter. Sehen Sie? Aha. Im Flamingo Hotel. Muss ich durch die Kapelle, wenn ich zu Ihnen will? Kommt drauf an, was Sie von mir wollen. Ich werde mich schnell umziehen. Kommt darauf an, was ich von Ihnen will? Ja, aber ich muss doch nicht gleich heiraten. Bloß weil ich wissen will, wo Percy ist. Es dauert doch nur 5 Minuten. Aber diese 5 Minuten können manchmal eine Ewigkeit dauern. Schneller ging's beim besten Willen nicht. Ah ja. Kommen Sie, wir fahren nach San Francisco. Ach du lieber Himmel, was soll ich denn schon wieder in San Francisco? Hey! Warten Sie! Wissen Sie, in San Francisco, da gibt es einen mexikanischen Nightclub und der Cormoran, das heißt Percy, hat gesagt, Sie hätten so etwas sehr gern. Wer hat es denn nun gesagt, Percy oder der Cormoran? Percy natürlich. Aber warum müssen wir denn erst so weit fahren, wo es doch hier so gute Shows gibt? Ach, Sie haben anscheinend gar kein Geld für Entfernung hierzulande. Hier fliegt man, wie man woanders Taxi fährt. Man steigt in die nächste Maschine ein, aus und ist da. Thank you.
Auszug aus meinem Tagebuch. Wenn sie küsst, wie sie lügt, dann gefällt es mir hier in Amerika. Wenn der Kormoran in San Francisco ist, wie Sie sagen, dann müsste doch Percy eigentlich auch hier sein. Müssen Sie denn immer vom Geschäft reden? Was bleibt mir anderes übrig? Mit Ihnen kann man ja nicht einmal richtig flirten. Das haben Sie also schon bemerkt. Ja, das war nicht besonders schwer. Und ich habe auch bemerkt, dass Sie mich, anstatt meine Fragen zu beantworten, nach San Francisco in eine Nightclub schleppen. Ist denn das so schlimm? Es ist die Logik schöner Frauen, vor der ich normalerweise kapituliere, wenn man mich zärtlich darum bittet, die Waffen zu strecken. Aber wenn man mich damit hinters Licht führen will, dann gefällt mir meine Rolle gar nicht. Gefällt es Ihnen jetzt besser? Ich bekomme allmählich ein ganz gutes Gefühl. Ich weiß gar nicht, warum man euch Geheimagenten so sehr verwöhnt. Weil man uns braucht. In der hohen Politik, bei der Abwehr und nicht zu vergessen das Publikum und die Produzenten. Da werden Sie es hier schwer haben, Mr. Krim. Sie sind einer gegen Amerika. Die Leute hier sind sehr verwöhnt von FBI, von James Bond, dem Kormoran und wie sie alle heißen. Ja, ich weiß. Aber was soll ich machen? Ich habe nun mal den Auftrag. Man kann sich die Rollen bei uns nicht nur so aussuchen. Vielleicht werden Sie es trotzdem. Was? Ein Held. Naja, vielleicht. Verdammt nochmal, da sind sie wieder. Schnell, weg! Los, los! Halt! Da runter! Ja, aber... Rein, schnell! Kormoran verhandelt mit den Pepitas und Percy traut dem Kormoran nicht, ja? Da oben ist er! Wir müssen weg hier! Waren die beiden von Anfang an gegeneinander? Percy war verärgert, dass ihm die Zentrale diesen FBI-Star vor die Nase gesetzt hat. Und andererseits scheint der Kormoran nicht viel von Percys Fähigkeiten zu halten. Und wer hat mir jetzt die Pepitas auf den Hals gehetzt? Kormoran oder Percy? Vorsicht! Oder... Weg! Seien Sie nicht ungerecht, solange Sie nicht wissen, was gespielt wird. Für wen arbeiten Sie eigentlich? Für den Kormoran? Oder für mich? Für Percys Gott. Na schön, dann suchen wir erst Percy. Nein! Doch! Vorsicht! Das ist zu gefährlich. Er wird sich schon bei uns melden. Spätestens morgen früh. Hey. Kommen Sie! So bleiben Sie doch! Wo gehen Sie denn hin? Wir gehen nach Mexiko. Die Lady? Da gehen wir genau nicht hin. Aber ich möchte mal wieder einen Stierkampf sehen. Ich bin nämlich Stierkämpferin. Sie lügen wie im Film. Nein. Ich bin überzeugt, dass Sie schon viele Rollen gespielt haben. Vielleicht auch eine Stierkämpferin. Aber ich mag nun einmal keinen Stierkampf, weil nämlich der Ochse keine Chance hat. Ende. Tamara, ich warne Sie. Sie wollen mir Hörner aufsetzen, aber passen Sie auf, dass ich Sie nicht eines Tages damit aufspieße. Davor habe ich keine Angst. Sie haben ja selbst gesagt, der Ochse hat keine Chance. Da ist der Club. Gehen wir in die Arena? Ole! Cremeta.
eigenartige Atmosphäre, nicht? Ja, sehr eigenartig. Oh, wollen Sie rauchen? Danke, ich bin nämlich Zigarrenraucher. Dann sollten Sie zur Abwechslung mal eine von unseren Zigaretten probieren. Ich bin nicht so überzeugt. Oh, Verzeihung, wie unhöflich von mir. Sie rauchen natürlich eine mit. Nein, vielen Dank. Ich rauche lieber eine von meinen eigenen Zigaretten. Ach so. Später vielleicht. Adam bekam von Eva einen Apfel. Tamara gibt mir Marihuana. Adam flog aus dem Paradies. Und ich werde wohl aus dem Geheimdienst fliegen. Traurige Erkenntnis. Sünde ist es immer. Auch wenn man nur seine Pflicht dabei tut. Können Sie das? Was? Können Sie Rauchringe blasen? Soll ich's versuchen? Warum nicht? So richtig mit tiefem Lungenzug und so? Was ist denn mit Ihnen? Und Sie übernehmen die volle Verantwortung? Ja, aber warum denn nicht? Also bitte. Nochmal? Nochmal? Gut. Nein, es geht nicht. Ach, machen Sie mir es doch noch mal vor. Ich kann's auch nicht. Das macht nichts, aber Ihr Mund sieht so süß aus dabei. Willst du jetzt mit mir tanzen? Sagen Sie auf einmal du. Naja, Sie sind doch die Sekretärin von Percy, den duzt sie doch auch. Ja, logisch. Da hast du recht. Siehst du. Und jetzt möchte ich irgendwo mit dir hingehen. Irgendwo hin, wo es schön ist. Gehen wir schwimmen. Oh, kommt darauf an, was du unter Schwimmen verstehst. Ich möchte tauchen nach den Whiskygläsern. Ich meinte eigentlich was anderes. Komm, zieh eine Zigarette, vielleicht begreifst du dann, was ich meine. Oh, ich zieh jetzt nach Hause. Siehst du, da zieh ich mit. Oh. Getroffen. Du kannst nicht mitziehen. Bei uns zu Hause, da ziehen die Mädchen immer allein nach Haus. Also gut, dann ziehen wir eben zu mir ins Hotel. Nein. Warum? Nicht, weil wir in Amerika sind. Da herrschen strenge Sitten. Da lässt dich der Hotelportier überhaupt nicht vorbeiziehen. Und du kennst John Krim nicht. Für den sind Hotelportiers überhaupt kein Problem. Du hast ja recht. John Krim, den kenne ich wirklich nicht. Wird's höchste Zeit, dass du ihn kennenlernst. Es fängt schon alles an zu schwimmen. Schwimmen? Oh, dann muss ich im Tauchen. Nein, tu das nicht. Wenn der Kormoran kommt. Na
lass mich doch mit dem Kormoran und dem ganzen Geheimnis in Frieden. Ich will das alles nicht mehr. Ich will jetzt nur noch dich, Korm. Ich glaube, ich will dich auch, aber du kriegst mich niemals. Nein, du kriegst mich niemals. Warum nicht? Deine Hände. Ich kann mich nicht gegen deine Hände wehren. Aber das sollst du doch gar nicht. Was will ich denn dann tun? Mich küssen. Das tun wir doch schon die ganze Zeit. Und das werden wir auch die ganze Nacht tun. Oh, Schreck. 006 an Zentral. Tagesbericht 7. Der Fall nimmt jetzt Form an. Ich liege im Moment absolut richtig. Gute Nacht. Hallo, wer ist denn da? Wer ist da? Krim, Amerika hat für Leute ihres Typs kein gutes Klima. Was Sie nicht sagen. Ja, und es fliegen da zurzeit so kleine blaue Käferchen durch die Luft. Länglich rund, ziemlich hart und vorne leicht angespitzt. Eine Plage, sage ich Ihnen. Ich hab nichts gegen Käfer. Allerliebst. Doch wenn ich Ihnen trotzdem meinen Rat geben darf, Krim, dann schnallen Sie ganz schnell Ihre Wasserskier wieder unter und schwuppdiwupp ab nach Europa. Mir gefällt's hier ausgezeichnet. Schade um Sie, Krim. Aber ich habe Sie gewarnt. Und denken Sie daran, wen die kleinen Käferchen einmal stechen, der ist mausetot. Aha. Ach, sagen Sie, tragen Sie auch Pepita? Schwarze Nacht nicht mehr erinnern will, das kann ja mal vorkommen. Aber dass man sich an eine blonde Nacht einfach nicht mehr erinnern kann, das ist unverzeihlich. Also, mein Alter, merke, schlafe nur mit Bewusstsein. Sie auf die Straßenbahn? Ich bringe ihr Frühstück. Lieb, aber ich habe gar keins bestellt. Nein, man hat mir auch gesagt 409, aber da war niemand und da dachte ich, dass vielleicht Sie... Sie gehören wohl schon zu den kleinen blauen Käferchen, wie? Also wollen Sie jetzt das Frühstück oder wollen Sie es nicht? Nein.
Na los, raus mit der Sprache. Wer schickt dich? Wie reden Sie denn mit mir? Nun, tu bloß nicht so. Entweder schickt man dich hierher, um rumzuschnüffeln, oder du wolltest mal einen nackten Mann durchs Schlüsselloch sehen. Das kennen wir mittlerweile. Sind Sie denn nackt so attraktiv? Also, für dich reicht's. Mein Goldfasan. Für wen haben Sie denn heute Nacht Striptease gemacht? Muss eine dolle Party gewesen sein. Waren Sie betrunken oder waren Sie zu zweit? Hm. Das ist es ja eben. Wenn ich das nur wüsste. Sie brauchen wohl auch jemand, der auf Sie aufpasst. Jemand, der auf mich aufpasst? Nun sagen Sie bloß, ich sollte heiraten. Aber was denn? Ein Mann wie Sie, wäre doch schade. Goldfasane, ich habe das Gefühl, du bist richtig. Leider habe ich heute Kopfschmerzen. Oh. Horch mal. Ihre Armbanduhr. Die trage ich hier. Merkst du was? Die kleinen blauen Käferchen sind an der Arbeit. Was? Und jetzt gehen wir zusammen fein da rein. Auf die Toilette? Mhm. Pass auf. Vorsicht! Was war denn das? Ein Dynamitbrötchen. Ein Dynamitbrötchen? Mhm. Und schreib dir's hinter deine kleinen Ohren, Goldfasan. Wenn du mir noch einmal das Frühstück von 409 auf mein Zimmer bringst, dann lasse ich dich in das Brötchen reinbeißen. Verstanden? Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Verstanden? Doch, doch. Wollen's hoffen. Oh. Dankeschön. Ups. Aha. Mr. Scott, bitte. Hier spricht John Krim. Mr. Scott ist verreist. Er wird Montag wieder zurück sein. Und Sie, Mr. Krim, sollen nach Las Vegas kommen ins Haus. Operator? Bitte Las Vegas, das Hotel Horseshoe. Moment bitte. Hotel Horseshoe? Bitte das Casino. Casino? Ist Tamara da? Kann ich Sie sprechen? Ja, sie ist da. Moment bitte. Erwartet, du Biest. Süßes Biest. ...006 an Zentrale. Stör- und Ablenkungsmanöver des Feindes in San Francisco durchschaut und glatt überstanden. Ort der Handlung von jetzt an Las Vegas. Vermute hier das Hauptquartier der Pepitas. Ende. Nicht? Man steigt ein, aus und ist da. Ja. Ja. Ein Augenblick, ich komme gleich wieder. Moment! Schön hier geblieben.
Heute fliegen wir weder nach San Francisco noch nach Mexiko. Heute suchen wir Percy. Wo sollen wir ihn suchen? Ich weiß nicht, wo er ist. Er wollte sich doch heute früh melden. Das habe ich mir angenommen. Irgendwann muss er sich doch wohl dann wieder mal melden. Ja, natürlich. Und zwar spätestens Weihnachten, um mir das Gewehr unter den Christbaum zu legen. Ne? Wo ist er? Als er das letzte Mal hier war, ist er wie gewöhnlich zu seinem Motorboot am See rausgefahren. Und dieser See liegt natürlich in San Francisco, nicht wahr? Und der Film, den Percy vom Cormoran gedreht hat, spielt auch in San Francisco, nicht wahr? Ah, falsch. Hier. In Las Vegas und die Pepitas sind auch hier in dieser Gegend. Das stimmt doch, oder? Ich weiß wirklich von all dem nichts. Doch, doch, sehr genau sogar. Hier ist die Action. Hier ist das Gewehr, hier ist Percy und hier ist der Kormoran. Und deshalb sollte ich auch nach San Francisco abgeschoben werden. Und ihre blödsinnigen Zigaretten sollten mir den Verstand vernebeln. Und jetzt frage ich mich nur noch, wer wollte mich gerne loswerden? Der Kormoran oder Percy oder etwa... Hey, Sie werden aufgeschrieben, weil Sie falsch geparkt haben. Zur Hölle damit. Ich habe das Ding bei Hertz gemietet. Da soll auch gefälligst Hertz die Strafe bezahlen. Das haben Sie selbst gesagt. Sie... Hey! Oh, tut mir leid, entschuldigen Sie. Auf. Oh nein, Tamara, kneifen gilt nicht. Also, wer wollte mich abschieben? Der Kormoran oder Percy oder Sie? Ich meine, du. Das heißt, ich weiß nicht. Ich finde, es gibt keinen Grund, du zu sagen. Meinst du? Ja, ich bin ganz sicher. Du, das heißt, Sie sind Sie für mich. Und genauso bin ich Sie für Sie. Ja, aber da war doch gestern Nacht... Gar nichts. Gar nicht? Bestimmt. Es war gar nichts. Und jetzt fahren wir schnell raus zum See und ich zeige Ihnen Percys Boot. Hm? Ja? Ich weiß nicht, es ist einfach zum Verrücktwerden. Den ganzen Morgen zermarte ich mir schon mein Gehirn, aber ich komme nicht weiter. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass wir zusammen am Meer waren und... Ja, dann fehlen mir ein paar Stunden. Ich kann mich auch an nichts mehr erinnern. Ich weiß nur, dass nichts war. Wie sind Sie... Wie bist du denn nach Hause gekommen? Das frage ich mich auch. Siehst du? Na, wenn schon. Schauen wir uns erstmal um auf dem Boot. Ich habe nicht viel Zeit, ich muss wieder in die Stadt. Aber ich weiß noch, dass wir uns geküsst haben. Das weiß ich, glaube ich, auch. Aber was ist schon dabei? Sowas kann immer passieren. Natürlich, nur es ist der Beweis, dass wir uns duzen. John, das Ganze war sozusagen ein Unfall, von dem wir nicht einmal wissen, ob er überhaupt passiert ist. Sie müssen mir versprechen, nie mehr darüber zu reden. Nie mehr? Nie mehr. Jedenfalls, für ganz furchtbar lange nicht. Na schön. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was Percy hier gesucht hat. Kam er oft hier heraus? Fast jeden Tag. Aha. Mittags? Was Sie nicht alles wissen wollen? Das heißt also ja. Aber das ist doch... Das ist der Kormoran! Wo? Ja! Das wollte ich nicht, es tut mir leid. Ja, das wird dir auch noch mal leid tun. Jetzt weiß ich, woher der Wind weht. Ich habe ihn trotzdem erkannt, den Kormoran. Ja. Ja. Na, und wir beide sprechen uns noch. Dich habe ich durchschaut. Ach, übrigens, bei der kalten Dusche ist mir es wieder eingefallen. Jetzt weiß ich ganz genau, was sich letzte Nacht am Strand abgespielt hat. Du lügst. Nicht so gut wie du, aber das kann ja noch werden. Warte, mein Freundchen, dich kriege ich schon. Haben Sie eine Verabredung mit Percy? Sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig geworden? Los, verschwinden Sie!
werde ständig beobachtet. Hauen Sie ab, wir werden uns später sehen. Halten Sie mich doch nicht für so naiv. Wo ist Percy? Wo ist das Gewehr? Verdammt nochmal, ich werde Ihnen das alles später erklären. Verschwinden Sie. Wir treffen uns heute Nachmittag. Wo und wann werden Sie noch rechtzeitig erfahren? Auf Wiedersehen. Viel Vergnügen. Ciao. Vielleicht kriegt er mich nicht. Aber den armen Fisch, den hat's erwischt. Fabelhafte Sache. Das werde ich in Zukunft immer machen, wenn ich einen Kater habe. Weil ich in Amerika. Weil ich in Amerika. Weil ich in Amerika. Weil ich in Amerika. Du hast mich zwar nicht erwartet, aber du kommst mir wie gerufen, mein Goldfasan. Wie sehen Sie denn aus? Wie einer, der sich geniert hat, in der Sauna die Kleider auszuziehen. So komisch war es auch wieder nicht. Ich lache ja nicht deshalb. Aber Sie sehen jetzt aus wie der Herr aus dem dritten Stock, der gerade im Badezimmer war, als Sie das Brötchen runterspülten. Sie, das war vielleicht eine Aufregung. Ist ja selbst dran schuld. Was macht er auch am helllichten Tag im Badezimmer? Hm? Hoffentlich hat er nicht gerade auf dem Klo gesessen. Wie hat man ihm denn dann die peinliche Sache erklärt? Der Chef dachte, es war ein Erdbeben. Höhere Gewalt und so. Ja, diese Hotels haben doch immer wieder eine Ausrede. Da, sieh zu, dass du die Klamotten so schnell wie möglich wieder salonfähig bekommst. Ich muss mich nachher als Herr verkleiden. Wie wär's denn mit Bügeln? Fabelhafte Idee. Aber mach schnell, ich hab's eilig. I like to be in America. I like to be in America. Bum, 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 bum. Also. Dimitri hat auf mich geschossen, weil er nicht will, dass ich mit dem Kormoran spreche? Und der Kormoran hat Percy verschwinden lassen, weil er nicht will, dass ich mit Percy spreche? Klingt alles ganz logisch. Hat aber einen Haken. Tamara. Das Biest. Und so werden wir der Dame zur Abwechslung einmal auf den Zahn fühlen und nicht immer nur auf den Mund küssen. Reinek. To be in Amerika. Und dir verhaue ich deinen zierlichen hübschen Popo, wenn du nicht warten kannst, bis ich hereinsage. Ich wollte bloß sagen, dass der Anzug in 5 Minuten fertig ist. Das wäre auch ohne, dass du hier hereinschneist. Sag mal, du fürchtest dich wohl überhaupt nicht vor dem nackten Mann, wie? Nee, warum? Ohne Hosen sind die Männer sowieso viel harmloser. Meine Mutter hat immer gesagt, Kind, lass dich nie mit angezogenen Männern auf Streit ein. Die fühlen sich immer als Helden. Wenn sie nackt sind, kannst du mit ihnen machen, was du willst. Soll ich ihnen den Rücken waschen? Ich bitte darum. Und danach will ich deine Mutter kennenlernen. Die ist prima. Von der habe ich gelernt, wie man Männer einseift. Ach? Sie würden mir gefallen, sie sind ihr Typ. Was bin ich denn für ein Typ? Naja, so wie im Kino, die Helden, nur sind sie nicht so schön. Oh. Und ich glaube, sie sind auch nicht so zuverlässig. Bei ihnen weiß man nie genau, wie sie es meinen. Dafür weiß man bei dir genau, wie du es meinst, du kleine Hexe. Ist es so schlimm, wenn ich sage, was ich denke? Oh, solange du nicht tust, was du denkst. Und wenn ich es tue? Dann wird deine Mutter sehr stolz auf dich sein. Das wurde für Sie abgegeben, Sir. Verdammt nochmal! Kann denn in diesem Hotel keiner warten, bis man hereinruft? Hey, man liest nicht fremder Leute Briefe. Jetzt kannst du mir auch vorlesen, was drinsteht. Naseweiß. 3 Uhr Sansedrenz zum Rodeo bei Tamara. Großes C. Punkt. Oh. Wer ist denn Tamara? Die Königin von Saba, wenn du es genau wissen willst. 3:05. Jetzt komme ich doch wieder mal zu spät. Goldfasan? Ja, Sir? Meine Hose. Ah.
Glauben Sie nur nicht, dass ich mich wundere, wenn Sie morgen mit zum Mond fliegen. Vorläufig bleibe ich noch auf der Erde. Ich bereite mich auf die Stierkampfsaison in Mexiko vor. Hoffentlich beginnt die Saison bald, damit Sie von hier verschwinden, bevor ich Sie umlege. Sagten Sie umlegen? Ganz richtig. Und zwar nicht zum Spaß, sondern mit allem drum und dran und so. Oder glauben Sie vielleicht, ich sehe mir noch lange mit an, wie Sie mit dem Kormoran hier krumme Touren drehen? Ist das die vielgerühmte europäische Galanterie? Sie hätten in die hohe Politik gehen sollen. Mit Ihrer Logik gewinnen Sie jeden Wahlkampf. Sie reden im Fieber. Der Kormoran erwartet Sie heute Nachmittag in der Wüste von Nevada. Hey, ja. Also, das ist doch... Warum treibt die Amerikaner eigentlich über solchen Aufwand? Warum muss ich denn jetzt in die Wüste von Nevada fahren, bloß um den Kormoran zu sprechen? Kann der mich nicht einfach mal anrufen? 006, sind Sie so naiv oder haben Sie Angst? Das ist die Frage. Also Angst? So viel oder so wenig, wie Sie die Wahrheit sagen. Auf jeden Fall erwartet er Sie. Aha, wo hat er denn diesmal seine Heckenschützen postiert? Oder lässt er mich zur Abwechslung mit einem Atombombenversuch hochgehen? Ach. Immerhin kommt aus der James-Bond-Schule. Am See, das war ein Unfall. Er wurde beobachtet. In der Wüste wird er ganz allein sein. Sie können sich drauf verlassen. Ja, ja, mein Vertrauen zu Ihnen ist so groß, wie Sie schön sind. Oh. Wie groß ist dann Ihr Vertrauen? Genauso groß wie unser Erlebnis letzte Nacht. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Dachte ich mir's. Au! Oh. Oh, das tut mir leid. Das habe ich nicht gewollt. Aha. Und diesmal glaube ich es Ihnen sogar. Zigarette? Danke. Musste das sein? Hier sieht uns doch keiner. Das kann man nie wissen, 006. Die Fernaufklärer mit den Infrarotkameras schwirren überall in der Luft herum. Ist das eine von Tamaras aufregenden Bewusstseinsbremsen? Mit solchen Mitteln arbeiten nur Frauen und nur Schwächlinge fallen darauf rein. Ganz recht. Aber ich gönne es jedem, darauf reinzufallen. Das würde Ihnen auch mal ganz gut tun. Wir haben wenig Zeit, 006. Was wollen Sie wissen? Ganz einfach. Wo ist Percy? Wo ist das Gewehr? Ich fürchte, Percy ist umgelegt worden. Von wem? Ich nehme an, von Dimitri. Konnten Sie das nicht verhindern? Percy hat den gleichen Fehler wie Sie und Ihre Zentrale gemacht. Er traute mir nicht über den Weg. Aha. Nur Tamara vertraut Ihnen, wie? Tamara ist ein cleveres Kind. Das ist aber bescheiden ausgedrückt. Haben Sie ein Verhältnis mit ihr? Unsinn, was ihr Europäer immer für Vorstellungen habt. Tamara ist ein cleveres Mädchen und entscheidend für mich ist nur der Erfolg. Ja, ja, ich weiß. Für Sie gibt es keinen Ersatz. Ihr Amerikaner seid so herrlich sachlich und nüchtern. Wenn ich dagegen an all die schönen Dämonen denke, mit denen wir uns im alten Europa herumschlagen müssen. Aber bleiben wir sachlich. Percy ist also tot, Kormoran. Und wo ist das Gewehr? Das erfahre ich wahrscheinlich heute noch, wenn Sie mir nicht wieder dazwischenfunken wie heute Morgen. Mit Ihrer Art, sich dauernd einzunebeln und auf großes Geheimnis zu machen, können Sie nicht erwarten, dass... Ach was, misstrauisch waren Sie. Das gehört zu meiner Taktik. Ihr unterschätzt aber alle die Pepitas. Wenn ich denen auf die Schliche kommen will, muss ich zum Schein gemeinsame Sache mit ihnen machen. Schon mal was von Goldfield gehört, liegt nicht weit von hier. Soviel ich weiß, ist es eine alte Goldgräberstadt. Stimmt. Und dort haben sich die Pepitas versteckt. Und vermutlich das Gewehr auch. Sie erwarten nämlich heute einen afrikanischen Waffenhändler und ich könnte mir denken, dass Sie mit dem schon handelseinig sind. Aha. Er wird wahrscheinlich kommen, um das Gewehr abzuholen. Wenn es uns gelingt, werden wir es ihm abjagen. Sie warten auf Percys Boot auf mein Zeichen, über die Geheimsenderuhr. Kapiert? Aber wehe, Sie kommen, bevor ich Sie brauche. Sie haben nur Ärger, wenn Sie das tun. Poltern Sie mir ja nicht dazwischen. Sie werden brav abwarten, bis es soweit ist. Verstanden? Sehr schön ausgedacht, Kormoran. Also, Sie behalten die Fäden in der Hand. Und ich warte auf ein Zeichen. Aber wer sagt mir, dass ich nicht im nächsten Jahr immer noch auf ein Zeichen warte, während Sie inzwischen... Hey! Oh. Oh.
Goldfasan! Was willst du denn hier? Diese Nachricht wurde für Sie im Hotel abgegeben. Gut, dass ich sie wieder mal gleich aufgemacht habe. Scheint ja unheimlich dringend zu sein. Hier! Na, lies schon vor! Bin in höchster Gefahr! Riviera Boulevard 800 Thunderbird Hotel. Percy! Was? Also entweder hat der Kormoran gelogen, oder das Ganze ist eine Falle. Na, wie habe ich das gemacht? Es war gar nicht so leicht, sie hier zu finden. Ich weiß zwar nicht, wer dich geschickt hat, aber ich danke dir trotzdem, mein Schatz. Ach, für sie tue ich doch alles. Dann gibst du mir jetzt deinen Wagen und fliegst mit dem Klapperstorch zurück. Au, prima. Hat das Ding eine Automatik oder muss man da noch schalten? Weder noch, aber das wirst du schon machen. Klar. Wer hat denn heute noch Angst vor dem Klapperstorch? Hm? Ich weiß mir da schon zu helfen. Ja, ja. Das glaube ich. Wiedersehen. Sechs Rufzentrale. Percy ist tot. Und hat es sie erwischt?
nicht weiter schlimm. Nur eine kleine Magenverstimmung. Dann würde Ihnen vielleicht jetzt eine Tasse heißer Tee gut tun. Ja, wenn Sie noch eine Flasche Rum reinkippen. Sie ist also tot. Ja. Ich weiß, dass Sie das unheimlich erschüttert. Und der Kormoran? Ihr Freund? Der haut heute Abend mit dem Gewehr ab. Vorausgesetzt, dass ich ihm nicht vorher das Handwerk lege. Dann wollen Sie also nach Goldfield? Ja, sobald ich ausgetrunken habe. Ach, so ist das. Der Kormoran hat Sie beauftragt, mich hier festzuhalten. Oder wollen Sie mich gleich zu Percy legen? Dass Percy tot ist, habe ich erst von Ihnen erfahren. Er war für diesen Beruf einfach zu ungeschickt. Es tut mir wirklich sehr leid um ihn. Ja, ja, man sieht's. Sehen Sie, der Kormoran hat sich eine sehr schwere Aufgabe gestellt. Wenn die Pepitas merken, dass er gegen sie und nicht für sie arbeitet, ist er ein toter Mann. Aus diesem Grund hat er außer mir niemanden eingeweiht in seinen Plan. Aha. Und alles ging ja auch nach Wunsch, bis ich kam. Naja, ich habe versucht, sie aus der Sache rauszuhalten, damit er freie Hand hat. Das ist ihnen ja auch gelungen, wie man sieht. Hier, nehmen Sie... Nimm diesen Revolver mit nach Goldfield. Mit Tricks allein kommst du dann nämlich nicht durch. Du traust also dem Kormoran nicht mehr? Heute soll das Gewehr zum Vorschein kommen. Da spielt es keine Rolle, was ich glaube oder vermute. Hauptsache, in meinem Bezirk gibt es keinen Ärger. In deinem Bezirk? Ich bin Las Vegas 167. Atomversuchssperrgebiet im Staat Nevada. Eigene Abwehr. Und welcher Aufgabenbereich, Miss? Kontrolle und Überwachung jeglicher Agententätigkeit im militärischen Sperrgebiet, Sir. Und nun mach's gut. Aber sei vorsichtig. John Krim, 006, verlässt so leise und unauffällig wie möglich den Schauplatz seiner hellen Taten. Und verspricht dem Kugelregen der Pepitas für seine Verfehlungen zu büßen. Ja. Ach, fast hätte ich es vergessen. Wo ist eigentlich Goldfield? Gleich hinter diesem Canyon, mitten in der Wüste. Goldfield ist eine Ghost Town. Eine was? Eine verlassene ehemalige Goldgräberstadt. Aha. Was mit dem Motor? Fallen wir runter? Nein, ich fliege mit Atomantrieb weiter, damit man uns nicht hört. Da vorne, das ist Goldfield. Und es sind nur die Pepitas da? Ja, es ist das Hauptquartier von Pepino. Du musst sehr vorsichtig sein, da unten kann dir keiner helfen. Ich führe aber ganz flottes Leben da unten. Ich glaube, da wird's mir gefallen. Es ist gleich soweit. Du musst raus. Toi, 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 006. Dank dir, 167. Und hör auf mich. Flieg vorsichtig. Raus jetzt. Auf Seite 113, Absatz 2, schreibt Old Shatterhand, ich lag im Gras und schob mich fort. Ich hätte eigentlich nur mit Fingern und Stiefelspitzen den Boden berühren dürfen. Dazu gehört aber Kraft und Ausdauer in den Fingern und Zehen. Ich besaß sie noch nicht. Darum kroch ich auf den Knien und Unterarmen nach Art eines vierfüßigen Tieres fort. Das ging zwar sehr langsam, aber ich kam doch vorwärts. Da sah ich vor mir etwas Helles schimmern. Ich kroch hin und bemerkte zu meiner Freude das Zelt des Häuptlings. Schnell und lautlos erklomm ich das Zeltdach und konnte von hier oben aus das ganze Indianerdorf übersehen. Ich entdeckte auch gleich Pepino, den Häuptling der Pepitas, und meinen weißen Freund, Old Cormoran. Wann erwartest du deinen Ehrengast? Jedenfalls noch heute. Naja, er müsste eigentlich bald aufkreuzen. Jetzt ist es 4, so gegen 5. Dann lass die wenigstens so lange Pause machen. Bis dahin haben sie sich ja ganz verausgabt. Die hab ich für mich engagiert und nicht für den Afrikaner. Na schön, aber dann schau doch wenigstens mal hin. Just like a woman, do it every time.
Hier die Lehre. Ich finde, dein Afrikaner lässt ganz schön lange auf sich warten. Hey, kommt er mit dem Auto oder kommt er zu Fuß? Hey, Chef, was ist? Ist der Besuch schon da? Führ uns lieber was vor. Okay, komm. Ja, das ist doch bei mir. Gib Küsschen. Ja. Das ist mein Bestes. Ein Zirkuspferd ist gar nichts dagegen. Danke, das genügt schon. Sag mal, vertreiben wir uns die Zeit mit einem kleinen Spielchen, wenn du rasiert bist? Was sagst du nun? Kleiner Schlangenbiss gefällt? Ah, ist gut gegen Rheuma. Ah, liebes Tierchen, ne? Schön ruhig, Kleiner. Wir haben noch ein paar Tricks auf Lager. Mhm, nur nicht ungeduldig werden. Gentlemen, ich stehe zu Ihrer Verfügung. Ja. Na, wird's dann gehen? Komm, komm, komm. Jetzt kommt er mal los. Keine Schwierigkeiten da. Na, nun mal nicht so langweilig. Oh, jetzt ja. Los. Hallo. Dann lauf schon. Lauf, lauf, lauf. Lauf. Come on, Starfire. Come on. Na los. Oh, nun zähl ich nicht, Junge. Los. So, jetzt komm, hier komm. Rum. Los, mach schon. So, fertig. Los, hochziehen. Na, Dmitri, was hast du denn da wieder Hübsches zu bieten? Der Mann interessiert sich für das Gewehr und den Kormoran. Was du nicht sagst, tut er das wirklich? Freut mich, Sie kennenzulernen. Sie scheinen ein ganz hartnäckiger Fall zu sein. Aber sagen Sie, stimmt es, was der böse Dmitri sagt? Ah, das stimmt.
Spricht sich schwer so mit dem Kopf nach unten. Fragen wir doch mal den lieben Kormoran. Sag mal, wer ist denn der junge Mann? Helmut Lange, Deckname John Krim, Geheimdienstnummer 006. Auftrag? Überwachung des Kormorans und Sicherstellung des Lasergewehrs. Du bist immer so angenehm präzis und sachlich. Dimitri, der Mann gehört dir. Nehmt ihn runter. Okay. Ah, da kommt unser Mann aus Afrika. Nehmt ihn runter. Nicht doch, Dimitri. Für so einen netten jungen Mann wissen wir doch was Besseres. Wie wär's mit einem schönen runden Loch im Sand, damit er aufrecht wie ein Mann sterben kann? Findest du nicht auch? Ab. Komm. Darf ich? Na ja, dann. Mach's gut, mein Held. Ich halte dir die Daumen. Genau 25.000 Lux. Circa 40 Grad. Dann wird er in einer Stunde bewusstlos sein. Und in zwei Stunden ist er voraussichtlich hin. Durstig? Die brauchst du nicht mehr. Na? Na? Die Welt trauert um 006. Bild nimmt Abschied von John Krim. James Bond, Eddie Konstantin und Jerry Cotton weinen am Grab des berühmten Geheimagenten. Das werden morgen die Schlagzeilen der Weltpresse sein. Und ich werde sie nicht mal mehr lesen können. Also, 006 ruft zum letzten Mal die Zentrale. Meine Beisetzung fand vor 2 Minuten im kleinsten Kreis der Pepitas statt. Verständigen Sie bitte meine nächsten Angehörigen. Veronika. Heidi. Helga und Lou. Ingeborg. Mathilde. Angela. Juliette, Gisela, Lilly, Evelyn, Katharine. Babette, Annemarie, Anneliese, Monika, Gina, Maria, Eva-Marie. Oh. Thank you.
Der Kormoran hat mich hergeschickt. Ich soll sie aus dem Dreck holen. Und was hat er dir dafür bezahlt? $100, das Übliche. Ich habe aber nur 50 genommen. Für sie mache ich es doch für die Hälfte. Wir sollen uns aber beeilen, hat er gesagt. Er erwartet Sie an der Abzweigung zum Hooverdamm, 12 Meilen von hier. Wie komme ich denn dahin? Sie können meinen Wagen nehmen. Dann mach schnell. Ach, es ist schrecklich mit Ihnen. Sie haben niemals so richtig Zeit. Immer hopp, hopp, schnell, schnell. Na, dann mach schon. Hallo. Ich rufe Zentrale. Die Rettungsarbeiten sind im vollen Gange. Gut gemacht, Kormoran. Das war sehr leichtsinnig von Ihnen, Krim. Wenn Sie an meiner Stelle gewesen wären, hätte ich genauso gehandelt, aber nicht so verrückt wie Sie. Aber von der fixen Idee, dass ich übergelaufen sei, sind Sie jetzt wenigstens kuriert. Direkt nicht, aber indirekt schon. Sie hätten mir ja vielleicht auch mal ein Zeichen geben können, vielleicht so. Ich wollte mich nicht wie Percy von den Pepitas umlegen lassen. Denken Sie mal darüber nach. Percy war doch ein Versager. Nicht unbedingt. Er hat Pech gehabt, aber das Beste an ihm war seine Sekretärin. Ja, und die hat ihm die Abwehr der Atomversuchszentrale Nevada unter die Weste gejubelt. Kormoran, wohin fahren wir jetzt eigentlich? Zu Peppino. Peppino und der Waffenhändler sind mit dem Gewehr auf dem Weg zum Flugplatz. Peppinos Düsenmaschine steht 8 Meilen von hier. Wenn wir sie vor dem Start nicht mehr erwischen, war alles umsonst. Geben Sie Gas! Los! Die Chinesin am Steuer wird schon langsam nervös. Wir werden sie gleich haben.
Professor, Vorsicht! Drehen Sie mir Ihren Rücken zu. Diese FBI-Leute. Überhaupt kein Gefühl für schöne Frauen. Das Gewehr, Kim. Holen Sie das Gewehr und bringen Sie es in Sicherheit. Ich schaffe es hier alleine. All right. Ein Jammer um das schöne Kind. Verflucht! Geben Sie mir Ihren Revolver. Hier, alles Gute. Der Chef, man muss sich von allem mal klares Bild machen. Mir ist jetzt klar, der Film ist zu Ende. Es gibt doch noch ein Happy End, obwohl es im Moment noch an einem seidenen Faden hängt. Das Gewehr! Happy End geht nicht immer gut aus. Ende.